Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meiner FIFA 20 Karriere mit Eintracht Frankfurt. Heute das letzte Europa League Spiel in der Gruppenphase gegen Marseille. Ihr seht die Tabelle, wir sind uneinholbar auf dem ersten Platz. Wir werden auch heute die Mannschaft mal komplett umwerfen. Heißt also, dass die wirklich auch mal spielen dürfen, die noch nicht gespielt haben. Heute läuft so eine wirkliche B- oder C-Elf auf. Gibt's ja bei der Eintracht bekannterweise ja nicht. Aber ich würde mich trotzdem, wie gesagt, freuen, wenn ihr ein Like da lasst, ein Abo und die Glocke aktiviert. Letztes Spiel haben wir gegen die Hertha verloren. Also das heißt, dass wir heute natürlich wieder ein bisschen Wiedergutmachung haben wollen. Deshalb wechseln wir jetzt die komplette Mannschaft aus. Renault, Durm, Ndika, hier spielt Fallett, hier spielt Timothy Chandler, Dominic Kor neben Fernandes. Links spielt Moreau, das ist unser Jugendspieler, den lassen wir mal spielen, mal gucken, was der so macht. Dann lassen wir mal Stendera zum ersten Mal spielen. Rechts ist Maillet, den anderen Jugendspieler. Machen wir mal Nicolai Müller. Vorne kommt Gonzalo Pacienza. Und dann würde ich natürlich auch mal die Bank ein bisschen umpositionieren. Warte mal, wen machen wir denn da? Wir bringen trotzdem nochmal unseren Jugendspieler hier mit auf die Bank für Kostic. Und die anderen, die lasse ich so. Also komplett veränderte Truppe. Gegen Marseille und ja, gegen Hertha zu Hause, da ist es nicht gut gelaufen. Da haben wir im Schnee gespielt, im Gestöber. 1-0 verloren, auch gute Chancen gehabt, aber die Tore leider nicht gemacht. Und deswegen hoffe ich, dass wir jetzt umso besser nochmal gegen Marseille spielen. Letztes Spiel zu Hause in der Gruppenphase, die Fans wollen nochmal was sehen. Und dann wird es ab dem 16. Finale wird es dann ernst in Hin- und Rückspiel. Wir haben doch eine souveräne Gruppenphase gespielt. Die Eintracht hat jetzt auch ihr erstes Gruppenspiel gewonnen. In Realität. Also ich nehme das hier heute am 5.10. auf. Ich sage das immer nochmal dazu, weil ich nehme eigentlich sehr weit im Voraus auf. Gewonnen gegen Victoria Guimarães. Nicht gut gespielt, aber dafür gewonnen. Und deswegen schauen wir mal, dass wir heute im letzten Heimspiel nochmal zeigen, was wir drauf haben. Und für unseren Gegner Marseille geht es auch noch ums Weiterkommen. Ne? Die liefern sich im Fernduell mit Lazio Rom einen Kampf. Das heißt, sie müssen versuchen, heute hier nicht zu verlieren. Und dagegen müssen sie auch noch hoffen, oder sie müssen halt noch hoffen, dass Rom nicht gewinnt. Naja, schauen wir mal. Stendera mit der ersten Chance war auch früher bei gewissen Trainern auch gesetzt quasi, ne? Wenn ich mich so dran erinnere. Unter Schaf 2014, 2015. Da war er eigentlich mehr oder weniger Stammspieler. Ja, und jetzt unter Adi Hütter nicht mehr so gefragt. Deswegen ist er ja auch gewechselt nach Hannover. Gut, aber bei mir waren auch nicht die aktuellen Kader, als ich das Spiel gestartet habe. Ich hatte ja schon die Vorbesteller-Edition, deswegen ist es so, wie es ist. So. Jetzt haben wir die erste Chance, vielleicht durch unseren Jugendmann Moreau gegen seine Landsleute. Ja, solche Leute brauchen einfach Spielpraxis, sie brauchen Spielzeit. Und zusammen mit einem guten Training werden die dann auch hoffentlich später die neuen Stars der Mannschaft. Momentan ist das alles noch sehr verhalten. Klar, Marseille spielt auf Remis, also die werden jetzt nicht auf Teufel komm raus nach vorne spielen. Den reicht, glaube ich, auch ein Remis. Aber ich will natürlich gewinnen, ne? Aber sie machen es halt sehr eng noch vor dem Strafraum und dann schnell nach vorne. Radonjic jetzt auf der Seite gegen Timothy Chandler. Da hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Rocchia, Chabrol und Fallett. Man sieht also auch, man kann sich auf den zweiten Mantel verlassen. Nee, auf den zweiten Anzug, sagt man ja. Also B11, C11, ich weiß es nicht. Ich denke mal, so ein bisschen B11 ist mit dabei. Aber auch da sind gute Leute. Jetzt Moreau. Kann den Ball auf Pacienza bringen. Pacienza mit der Chance. Frei vor Pelé. Und den muss er machen, weiß er selber. Die hat er auch schon gemacht. Aber war gut gespielt. Außen gut durchgesetzt von Moreau. Solche Aktionen braucht er. Oder brauchen diese Nachwuchsleute, gar keine Frage. Und dann, ja, Gonzalo Pacienza leider zu unkonsequent. So, Stendera, vielleicht ja macht mal einen Freistoß. Stendera, der kann, glaube ich, sehr gute Freistöße schießen. Jetzt Pacienza mit der nächsten Chance aus der Drehung. Das ist schwer, Schüsse aus der Drehung funktionieren nicht so gut. Auch die Pässe aus der Drehung funktionieren nicht.
So gut wie immer. Aber ich habe ja schon wieder gehört. Ich kann ja noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Aus dem FIFA 20 Nähkästchen. Das jetzt doch einige Leute, die vorher echt zufrieden waren mit FIFA 20, jetzt seit dem ersten Gameplay-Update nicht mehr so zufrieden sind. Ja, dass das wohl alles wieder ein bisschen schneller geworden ist. Dass die Verteidiger trotzdem noch blöd rumstehen und nichts machen. Und so weiter und so fort. Jetzt mal Stendera, Direktabnahme. Ich habe ja vorher auch gesagt, also mit dem Gameplay muss man mal abwarten, bis der erste Patch draußen ist. Der ist jetzt draußen. Fürs Gameplay. Oh, schön und schnell gespielt. Und da ist die Führung. Jetzt macht das besser. Gonzalo Paciencia mit der Führung nach einer halben Stunde. Ich erzähle gleich weiter. Wir schauen erst nochmal auf dieses schön rausgespielte Ding. Schöner Jubel von den Vieren da vorne. Aber komm. Schön gespielt. Ab hier. 1, 2, 3, 4 mal direkt. Oh, das ist ein super Tor. Das ist ein super rausgespieltes Ding. Und dann klatscht er noch hinten ans. An die Umrandung hinten. Zack. Und somit steht's. Ja, 1-0 nach einer halben Stunde. Führung für uns und Marseille steht unter Druck. Ich muss sagen, ich habe ja in meinem Livestream am 4.10., ich sag immer das Datum dazu, ne? Am 4.10. in meinem Livestream habe ich ja ein bisschen Weekend League gespielt. Meine erste, habe auch da so ein bisschen erzählt, wie es war. Also die Erfahrung, es lief zu Beginn ganz gut. Die ersten 7 bis 8 Spiele habe ich gewonnen. Dann kamen so die ersten 2, 3 Niederlagen. So wie auch sonst immer, ne? Merkwürdige Spielverläufe. Gegner, die einfach, ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. So richtig merkwürdig zu bespielen sind, die einfach einen richtig ekligen Fußball spielen. Und dann habe ich auch noch zigmal die Formation umgestellt, verändert, aber es hat halt alles nichts geholfen. Elfmeterschießen habe ich dann 2 Spiele verloren, weil das muss ich echt noch üben. Also Elfmeterschießen im Gegensatz zu Freistößen, die klappen bei mir noch gar nicht. Ja, dann hatte ich auch eine Situation, das ist Wahnsinn, ey. Ich müsste darüber eigentlich mal ein separates Video machen. Oh, das ist kein Abseits. Renault und Dika klärt noch. Das war eine heikle Situation. Weiter geht's. Rocchia, Sertic, Flo Tauvin, schön durchgesteckt, aber Erik Durm läuft da den Ball ab. Aber wir kriegen den Ball nicht geklärt und Renault. Ich erzähle gleich nochmal weiter, wenn Halbzeit ist. Weil erzählen und spielen gleichzeitig, das funktioniert nicht. So, Paciencia, oh. Nimmt den Ball im Strafraum an. Das war riskant, Renault. Oh, jetzt kriegen wir den Ball nicht weg. Das kommt davon, weil ich den Ball immer rausspielen will. Weißt du, nie mal rausschlagen, sicher, sondern rausspielen. Deswegen ergeben sich immer solche gefährlichen Chancen für die Gegner. Germain, Radonjic und Simon Fallett ist dazwischen. Oh, schöner Ball. Schöner Ball von Moreau auf Durm. Gegen Sakai. Moreau vielleicht nochmal, da ist er. Und jetzt müssen wir es im Dreieck spielen. Genau, aber abseits. Hä? Der Ball war verschwunden auf einmal. Habt ihr das gesehen? Schön durchgeschickt von Paciencia. Und dann war der Ball plötzlich verschwunden hinten im Tor. Der war zwar drinne, aber dann zack. Wie aus Zauberhand liegt er vor den Füßen des Keepers. Pele. So, Ball ist nochmal nach vorne geklärt. Also 1-0 für uns. Gute erste Halbzeit. Klar, man merkt, da steht nicht die beste Mannschaft auf dem Platz, aber wir spielen jetzt auch nicht 100%, würde ich mal sagen. Wie sieht es in dem Parallelspiel aus? Emmen gegen Lazio, Remis. Also zurzeit wäre Marseille trotz der Niederlage weiter. Wenn Rom aber ein Tor schießt, dann ist Rom weiter, wenn Marseille nicht gewinnt. Genau. Was ich jetzt nochmal zu Ende bringen wollte. Ich hatte eine Situation in der Weekend League. Ball wird nach vorne geschlagen. Sein Keeper kommt raus, steht so ungefähr 2-3 Meter vor dem 16er. Also er steht nicht mehr im 16er, sondern davor. Wehrt den Ball mit der Hand ab. Ich denke so, ja, gibt bestimmt Freistoß und Rot oder Gelb. Und es gibt nichts. Der Keeper schießt den Ball einfach nach vorne und es geht weiter. Und da habe ich mir so gedacht, WTF. Und das Spiel habe ich dann dadurch, glaube ich, auch verloren. So, das war die erste Situation. Da habe ich mir schon gedacht, na super, geht natürlich so gut weiter wie letztes Jahr. Dann die zweite Situation. Ich führe 1-0, so in der 50. oder 55. Minute. Mein Gegner unterbricht die Verbindung, also bricht quasi das Spiel ab. Ich gehe wieder ins Menü und ich hatte, glaube ich, 15 Siege und noch 10 Spiele übrig vor diesem Spiel. So, und normalerweise müsste ich ja dann 16 Siege haben und noch 9 Spiele übrig. Und dann habe ich auf einmal nur noch 15 Siege weiterhin und 9 Spiele übrig. Das heißt also quasi, dass sie mir das als Niederlage gewertet haben. Wo ich mir auch denke, völliger Blödsinn.
völliger Blödsinn, aber das ist auch schon seit Jahren so. Das ist doch genau das gleiche wie bei Footdraft. Wenn du da das Spiel startest und du hast einen Gegner, der bricht sofort das Spiel ab, weil er halt eine schlechte Mannschaft hat, dann kriegst du das als Niederlage gewertet, obwohl es Remis steht. Und das sind so Sachen, daran müssen sie mal arbeiten. Was machen sie stattdessen? Machen für den Karrieremodus neue Sachen für den Manager. Ist für mich jetzt, wie gesagt, nicht so relevant. Obwohl ich den Karrieremodus auch gerne mag, aber das wäre für mich nicht so wichtig. Für mich wäre wichtig mal U23, Stadion vielleicht Ausbau, dass man mehr ins Merchandising gehen kann, mehr in die Infrastruktur, dass man da irgendwie mehr die Hände im Spiel haben kann. Aber sorry, in Manager mehr modifizieren, das brauche ich nicht unbedingt. Gerade die Probleme bei Food, das sollten sie mal irgendwie besser hinkriegen. Aber gut, das kriegen sie ja irgendwie nicht hin. Dafür hauen sie einen Gameplay-Patch raus, wo die Hälfte der FIFA-Community wieder beleidigt ist. Aber ich habe es ja vorher gesagt. Aber auf mich hört ja niemand. So, ich hoffe, das waren jetzt genug Infos, genug rumgemeckere Pacienza. Jetzt wollen wir uns mal wieder aufs Spiel hier konzentrieren. Ihr könnt natürlich gerne mal unten reinschreiben, wie so eure erste Weekend League gelaufen ist, wie viele Siege ihr habt, was so eure Ziele sind für die Weekend League. Immer Pacienza mit der Chance. Mein Ziel, das kann ich ja jetzt hier nochmal sagen, ist auf jeden Fall erstmal 14 Siege, weil das braucht man jetzt in Zukunft. Ich dachte, man braucht immer nur 11 Siege, wie bei FIFA 19, aber seit FIFA 20 braucht man wohl wieder 14 Siege. Also Gold 3 quasi, habe ich ja schon geschafft. Das heißt, das wird erstmal jede Weekend League mein Ziel sein, dass ich 14 Siege habe, um mich dann automatisch zu qualifizieren. Weil ich habe wenig Zeit und wenig Lust, unter der Woche noch Division Rivals Spiele zu spielen, damit ich mich für die Weekend League qualifiziere. Und dann nehme ich den Rest so, wie er kommt. Also wenn ich mal einen guten Tag habe, dann werde ich bestimmt so 20, 21, 22 Siege schaffen. An schlechten Tagen bleiben es halt bei 14 Siegen. Oder bleibe ich halt bei 14 Siegen, das muss ich halt mal sehen. Vielleicht verändere ich auch noch mal ein bisschen die Formation, je nachdem. Aber da kann ich ja gerne noch mal ein separates Video zu machen, wo ich euch meine Mannschaft zeige, meine Formationen. Das habe ich ja in FIFA 19 auch schon gemacht. So, und jetzt, glaube ich, reicht es, über die Weekend League zu sprechen. Wir sind jetzt in der 70. Minute. So, das war gut gemacht von Schendera. In der Mitte, wenn er da den Ball quer kriegt, da ist Fernandes. Auch leider nicht der geborene Torjäger, sonst hätte es hier 2-0 gestanden. Aber ihr seht, bis auf ein paar kleinere Abwehrfehler, da sehe ich jetzt mal drüber hinweg, weil es ist nicht die A11 und es ist ein Spiel, in dem es für uns um nichts mehr geht. Aber natürlich wollen wir hier keine Wettbewerbsverzerrung machen, ne? Rom hat es jetzt in der eigenen Hand. Wenn Rom jetzt noch eins macht, dann sind sie weiter mit uns. So, Stendera. Ist leider ein bisschen am Arsch, wird er gehalten. Stendera mit der Chance aufs Zweite. Und wieder Pelé im Tor. Der war im Hinspiel schon stark. Bis auf einmal, wo er hinter sich greifen musste, war das eigentlich ganz gut. Das war jetzt nicht gut verteidigt. Radonjic in der Mitte. Achtung, hinten ist er frei und da muss der Ausgleich sein. Und das ist es. Flo Tovin. Haben wir einmal nicht aufgepasst. Bringt Magacinovic rein für Stendera. Habe ich einmal nicht aufgepasst und schon steht am zweiten Pfosten Flo Tovin frei. Weil da Durm nicht aufgepasst hat. Ndika fehlt natürlich dann in der Mitte. Dann hätte der den Mann mit der 22 übernommen und Durm hätte dann auf Flo Tovin raufrücken können. So ist es halt so. Renault natürlich ohne Chance. Ja, 1-1. Jetzt ist die Ausgangssituation wieder ein bisschen verändert. Ich weiß halt nicht, wie der direkte Vergleich ist zwischen Rom und Marseille. Ich glaube, es zählen jetzt auch immer der direkte Vergleich und dann erst das Torverhältnis. Also 1-1. Gut, aber nochmal, ich bin damit völlig zufrieden. 1-1 ist völlig okay. Mir ging es nur darum, weiterzukommen. Aber natürlich möchte ich hier gewinnen. Gacinovic jetzt. Mit seiner ersten Aktion nach seiner Einwechslung, 82. Minute, und da ist die erneute Führung durch Mihat Gacinovic, der zurzeit leider auch nicht so oft spielt. Der aber auch wirklich eine tragende Rolle gespielt hat in der letzten Zeit, in der letzten Saison. Und auch noch schon unter Niko Kovac. Das macht er natürlich ganz souverän. Zack, langes Eck, Pelé. Ja, es kommt echt darauf an, wie Lazio spielt. Wenn Lazio jetzt natürlich führt und gewinnt, dann ist Lazio weiter. Dann hat sich das für Marseille ausgeträumt.
Gut, aber sie haben ja noch Zeit. 7 Minuten sind es noch. Flo Thauvin wieder. Diesmal Sturm da. Aber natürlich werden sie jetzt ein bisschen ja, offener vorne spielen. Oder, ja. Weil sie müssen natürlich was riskieren. Gacinovic auf Müller. Ah, wird er abgegrätscht. Sonst hätte ich auf Gacinovic gespielt. Ja, Marseille will nochmal. 4 Minuten noch. Noch sind sie nicht geschlagen, aber dann müssen sie jetzt. Fallett, das machen wir aber ganz gut. Wir drängen sie raus. Sie kommen aber trotzdem irgendwie durch. Fallett hat den. Oh, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ja, wie spielt man das jetzt raus? Ich zeig's euch so. Und das ist der lebende Beweis dafür, dass man nicht immer den Ball hinten rausschlagen muss. Obwohl das jetzt gerade auch ganz schön knapp war mit Simon Fallett. Aber man muss den Ball nicht immer hinten rausschlagen. Man kann den auch in Ruhe hinten rausspielen. So. Ich dachte, der Schiri pfeift ab. Naja, aber jetzt. Jetzt pfeift er ab. Wir gewinnen das letzte Gruppenspiel in der Euroleague mit 2-1. Jetzt aus Sicht von Marseille ist es natürlich interessant, wie hat Rom gespielt. Wenn Rom gewonnen hat, ist Marseille draußen. Wenn sie Remis gespielt haben, ist Marseille weiter. Gucken wir mal. Emmen gegen Rom. Rom hat noch 2-1 gewonnen. Das heißt also, Rom setzt sich noch durch gegen Marseille und zieht ins 16-Finale ein. Zunächst mal danke, dass Sie direkt ja, kein Problem. Zu uns gekommen sind. Pacenza ist aktuell richtig gut drauf. Wie zufrieden sind Sie mit seiner heutigen Leistung? Wir müssen abwarten. Er muss so weiterspielen, genau. Sie konnten durch das entscheidende Tor im zweiten Durchgang einen knappen Sieg einfahren. Wir waren das bessere Team. Ja. Sie konnten die Wende noch schaffen und haben das entscheidende Tor gemacht. Weißt du, die Wende an, als ob wir hinten gelegen hätten. Ich habe der Mannschaft vertraut. Okay. Vielen Dank. Ja, gar kein Problem. So, jetzt folgt gleich der DFB-Pokal. Also wir gehen gar nicht mehr in die Liga, sondern wir steigen rein in den DFB-Pokal. Beziehungsweise die nächste Runde. Wir haben ja schon gegen Bremen gewonnen, jetzt gegen Freiburg zu Hause. Das wird nicht viel einfacher. So, Transferangebot für Taleb Tavata, 1,2 Millionen. Strasbourg. Bisschen Preisgeld kriegen wir auch, 5,5 Millionen, das ist ganz gut. Genau. Transfer? Toronto? Ja, annehmen. So. Aber warum hat er denn 2 Transfers jetzt angenommen? Hat er jetzt 2 Verträge unterschrieben? Ach, abgelehnt da unten, okay. Ich wollte gerade sagen, hä, der kann doch nicht 2 laufende Verträge haben. Ja, spulen wir vor. Möglicher Nationaltrainerposten, Nationaltrainerofferte. Er ist C. Anderlecht, ist auch interessiert. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal schauen. Betrag zum Jobangebot? Nein. Ich möchte nochmal gucken, wie in der Europa League das jetzt so Stand der Dinge ist. Vorher gehe ich ins Training rein und dann bedanke ich mich schon mal bei euch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, so ein separates Video werde ich jetzt auch demnächst mal machen. Vielleicht habe ich es ja auch schon hochgeladen. Vielleicht sage ich dann in dem Video, ja, ich werde im Video gegen Marseille werde ich euch mal sagen, was ich so über Food halte und hast du nicht gesehen? So. Nächste Runde gegen Freiburg. Haben denn schon Leute gespielt? Nein, wir sind die erste Runde quasi. So, schauen wir mal. Wettbewerb. Europa League. Schauen wir in die Gruppenphase rein. Von Gruppe A an. Leverkusen und Craiova. Die kenne ich nicht, aber die haben sich überraschenderweise durchgesetzt. Dann Leipzig und Celtic. Das ist okay. Bordeaux und Slavia Prag. Den Haag und Fenerbahce. Sporting und der FC Arsenal. Ganz knapp aber nur, ey. Ross County aus Schottland, haben da gut mitgehalten. Dann Betis und Santa Clara. Die müssen auch irgendwo aus Portugal sein. Da hat sich Piraeus nicht durchgesetzt. Spartak Moskau und die Rangers. Frankfurt und Lazio, ganz souverän, ey. 5 Siege, ein Unentschieden. Dann KRC Genk und Sarpsborg. Sarpsborg 08 FF. Ich glaube, die sind aus, weiß ich nicht, Schweden oder so. Dann Lüttich und Sevilla. Und Rennes und Dynamo Kiew und Bukarest, glaube ich, ne? Steaua Bukarest und Manchester United. So, Runde der letzten 32. Wir spielen gegen Sevilla. Oha. Gibt es noch irgendwelche interessanten Partien? Die Deutschen zumindest. Craiova spielt gegen Leipzig. Wir gegen Sevilla. Das ist natürlich gerade mal eine Hausnummer. Schalke gegen Moskau. Spartak Moskau. Ist hier noch eine deutsche Mannschaft mit dabei. Dortmund gegen Dynamo Kiew. Die sind aus der Champions League runtergekommen. Leverkusen gegen Ajax Amsterdam. Also ein paar Hochkaräter. Inter Mailand zum Beispiel ist auch von oben runtergekommen. Neapel, Valencia. Aber Sevilla, die haben natürlich die letzten 4-5 Jahre 3-mal die Euroleague gewonnen. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Aber ist völlig okay. Wir gehen es
da auch ganz normal an und dann schauen wir, wie es wird und auch im nächsten Part gegen Freiburg. Das war's, danke fürs Zuschauen, lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao, ciao!